Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute schauen wir noch nicht auf das Halloween-Update. Ja, so ein bisschen schauen wir da schon drauf. Denn es gibt zum einen ein optionales Update im App Store und im Google Play Store. Wenn ihr euch das ladet, dann bekommt ihr schon mal den Halloween-Hintergrund. Beziehungsweise den Halloween-Ladescreen. Finde ich ziemlich cool. Und wenn man jetzt hier mal runtergeht bei Ereignissen, da sehen wir nämlich kommende Ereignisse, königliches Zerschmettern, der Königsgeist ist zurück, der halt für ein paar Sekunden unsichtbar ist. Und die Kürbis-Friedhof-Herausforderung, die habe ich schon gespielt. Ich habe sie geschafft. Kann euch sagen, ihr könnt euch da richtig drauf freuen, die ist episch. Die ist wirklich episch und guckt euch mal den Hintergrund an. Ein Kürbishaus und der Wasserfall auch in etwas Nebel gehüllt. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Richtig, richtig cool. Guckt auf jeden Fall mal vorbei in einem Tag und 18 Stunden. Dann, werdet ihr sehen, wie ihr da 3 Sterne holt. Wir haben aktuell was ganz Besonderes. Und zwar haben wir einen Spezial-Clankrieg. Da ist Clankrieg, da ist alles erlaubt. Wir liegen schon ziemlich weit zurück, werden wahrscheinlich auch verlieren. Macht aber nichts, hat richtig viel Spaß gemacht. Josie hatte die Idee, ziemlich cool, muss ich sagen. Vielen Dank auf jeden Fall. Das ist, einfach mal richtig spaßig, macht richtig viel Laune und da würde ich mal sagen, stimmen wir uns auch schon mal so ein bisschen ein in die Halloween, so ein bisschen Halloween-Stimmung bauen wir schon mal auf. Ich habe nämlich meine Spezialarmee, 7 Superhexen und 2 Babys, jawoll. Ich greife einfach mal an, würde ich mal sagen. Habe ich doch markiert, oder? 26? Ja, habe ich markiert, ich bin auch in dem richtigen Account. Ja, das passt soweit alles. Ich habe echt einige Videos geplant für das Update, für das Halloween-Update. Bleibt also dabei, seid gespannt. Ja, wenn es euch gefällt, lasst gerne mal ein Like da. Und jetzt müssen wir mal gucken. Die Base kommt mir ziemlich bekannt vor, ehrlich gesagt. Aber okay. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wie ich das jetzt hier angehen möchte. Aber ja, so ist das ja immer. Also wir räumen mal ein bisschen auf an den Seiten mit dem Baby. Ja. Ein paar Gebäude mal wegmachen, das wäre schon mal ganz gut. Das Baby unten schafft sogar noch eins, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Oben schaffen wir auch noch ein Gebäude. Kanone? Kriegen wir die noch? Wir haben ja noch Zeit. Ja. Die kriegen wir nämlich auch noch. Vielleicht kriegen wir sogar noch den Minenwerfer. Ja, komm. Nein, nicht mehr ganz. Okay, jetzt muss ich mir mal eben überlegen, wie ich das Ganze angehe. Machen wir das mal so. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Wir setzen den König mal dahin. Königin, Warden. Damit halt unsere kleinen Hexen ein bisschen Zeit haben, quasi jetzt hier schon mal ihre Skelette bzw. ihre Big Boys herbeizurufen. Du kommst nach da. Nein, der ist nicht im Radius. Das war gar nichts. Jetzt können nämlich die Superkobolde, die Schleichkobolde, die da drin sind, können jetzt nämlich nichts mehr machen, leider. Und das ist jetzt ein kleines Problem. Habe ich auch zu spät gezündet. Das läuft gar nicht. Es ist ein Fun-CW. Von daher kann ich da noch drüber lachen. Alles in Ordnung. König unten können wir schon mal zünden. Ja, jetzt ist immerhin zumindest schon mal der down. Jetzt gleich der Hund. Oh, es lebt einfach das Katapult noch so mit einem Mini-Fitzel. Es ist ja nicht wahr. Immerhin ein Stern, oder? Ja, wir haben den Stern. Wir haben den Stern geholt. Leider lebt das Katapult jetzt noch. Wie gesagt, das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, wenn die Königin das noch rumreißen würde. Das wäre natürlich gut. Aber der König kommt. Und das Katapult ist auch noch da. Komm, erst den König, oder? Erst den gegnerischen König. Kriegen wir den noch? Nee, kriegen wir nicht mehr. Ja, das Zeppelinchen ist leider nicht durchgekommen bis zum Rathaus. Ich habe den Warden nicht gescheit gesetzt. Bedeutet, ich konnte den Zeppelin nicht unverwundbar machen und dadurch, ja, ist er leider nicht durchgekommen. Ist egal. Wir haben ja noch einen Angriff, ne? Ich wechsle jetzt mal eben kurz den Account. Angriff Nummer 2 kommt. Mit meinem großen Account habe ich mir noch gar keinen Gegner ausgesucht. Habe aber auch eine ziemlich interessante Taktik. Das kann eigentlich nur in die Buchse gehen. Bleibt dabei. Bis gleich. Okay, da sehen wir nämlich gerade schon ganz kurz, da haben wir schon gesehen, ganz kurz den Halloween-Ladescreen. So, hier habe ich nämlich Super Bowler und Magier. Ich müsste eigentlich noch was ausbilden für Legend League. Wir nehmen einfach mal irgendwie, wir nehmen mal ein paar E-Drags mit.
Mit etwas Glück könnte das sogar noch passen in dieser Folge, dass wir noch einen Legend-Angriff machen können. Ich habe sogar noch einen Trainingstrank gehabt. Oh, wir haben einen Angriff. Wir haben einen Angriff. Von Gladi auf die 16. Da bin ich mal gespannt. Nein. Da ist leider keine spezielle Taktik, das zeige ich dann natürlich nicht. Ich habe ja gesagt, die Leute können selber entscheiden, aber irgendwie wenig Leute haben dann wirklich sich mal Mühe gemacht und haben sich was überlegt. Finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen traurig, jetzt hier einfach mit E-Drax anzugreifen, finde ich eigentlich relativ ideenlos, muss ich sagen. Finde ich relativ ideenlos. Hier gucken wir mal, die sieht interessant aus, aber Single Infernos. Nee, nix gut, Single Infernos sind nicht so gut. Hier haben wir noch einen, die 28. Ein Multi, zwei Multi, ein Single. Was war denn mit unserer Nummer gerade? Wollen wir den nicht rächen? Komm, wir rächen den einfach. Wir rächen den jetzt einfach so und dann würde ich mal sagen, Moment, Spähen. Ich müsste erstmal gucken, was ich überhaupt für Truppen habe. Beziehungsweise für Belagerungsmaschinen. Okay, das müsste eigentlich passen. Das könnte funktionieren, ne? Wir gehen ja auf zwei Sterne, ne? Wir gehen ja auf zwei Sterne drauf und gucken einfach mal. So, einen nach da. Einen nach da. Ja. Ein Sprung nach da. Ein Sprung nach da. Zwei, drei, vier. Ich muss schon lachen. Ich muss wirklich schon ein bisschen lachen, weil ich weiß, dass das eigentlich in die Buchse gehen wird. Aber egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Rathaus. Rathaus verfehlt. Aber dieses Mal passt der Warden besser. Zack, nämlich jetzt gezündet. So, jetzt warten wir mal eben ab, bis da vorne der Köter angeschlagen ist, beziehungsweise kaputt geht. Jetzt so. Wutschauber drauf. Friesel 1, Gladi zünden. Oh, 34%, 36%. Wo sind meine ganzen Truppen? Da leben doch noch welche. Ja. Weiter. 40%. Da draußen sehe ich auch noch einen Super Bowler. Komm, Super Bowler. Du kannst es, du schaffst es. Das Katapult ist weg. Schönes Ding. So, Königin lebt da noch. Es sieht nicht mehr so gut aus jetzt. Ich kann noch einen Wutzauber drauf dreschen auf die Königin. 45, ach komm, gib mir noch den einen Stern, den zweiten. 47, 48, komm. 49, komm, die Bauhütte, wir haben's. Nehmt es nicht so ernst. Es sind, wie gesagt, Fun-Angriffe, weil es ein CW ist, wo alles erlaubt ist, wo man Spaß haben soll. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Deswegen, wir gucken noch auf was Besonderes in diesem CW. Während die Adler-Dev jetzt gerade noch runterschießt auf meinen Warden. Lass ihn in Ruhe. Er hat sich gefangen. Au, Luftfalle. Ach komm, den einen noch. 57%. Besser als nix, ne? So. Und jetzt, Leute. Wir gucken mal drauf. Wir haben nämlich Sebastian jetzt im Clan zu Besuch. Er war irgendwie weiter unten, der ist ja... Ja, da, Nummer 42. Was ist passiert? Es ist Yalul-Base. Das Schriftzeichen oder beziehungsweise das, was das darstellen soll, heißt Yalul. Da ist das Ja und da ist das Lul. So, aber warte, wir müssen ja immer schreiben. Warte mal. Boah, Gladi, das war aber ein... Exotischer Angriff. Chapeau. So, das ist die Yalul-Base. Oh, die wollte ich einfach nochmal zeigen. Ich finde die Szenerie auch ganz cool, ne? Das ist ja diese Inferno-Stadt-Szenerie, die es auch beim Maker-Wettbewerb gab, die dann da gewonnen hat. Ja. Was hat der Gegner gemacht? Hat er das Yalul kaputt gemacht? Oder steht das Yalul vielleicht gleich noch? Wir wissen, der Gegner hat 100% geholt. Das wissen wir. Und ich kann auf jeden Fall sagen, zum Halloween-Update kommen wirklich einige Videos. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Gerne auch Creator-Code MBF eingeben, falls es da irgendwelche Angebote im Shop gibt oder so. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Creator-Code benutzt, mich ein bisschen unterstützt. Wäre ich sehr dankbar. Und wir sehen das jetzt hier. Die Yalul-Base hat gehalten. Das Yalul hat gehalten. Alles ist kaputt. Bis auf das Yalul. Na gut, ein paar Mauern hat er gekriegt. Aber ansonsten, ja,
Das war soweit der CW. Wir werden haushoch verlieren. Ist aber egal. Es macht ziemlich viel Spaß. Warte mal, wie viel habe ich denn kassiert oben? Warte mal, ich hab ja zwei Accounts drin. Ich habe ja den Frederiksson-Account, der ist irgendwie, glaube ich, auf 29, okay, zwei Sterne hat er kassiert. Der Gegner, wir hätten ihn sogar gekriegt. Ich glaube, normal hätten wir ihn sogar gesnaggelt. Naja, egal. So, oben auch zwei Sterne kassiert. Alles in Ordnung. Und dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir können auch zwei Mauern machen übrigens. Ah ne, ich habe ja gesagt, wir machen noch einen letzten Angriff. Leute, habt ihr mich wieder nicht erinnert, ne? Wir brauchen noch 6 Minuten und 10 Minuten. So lange wart jetzt mal eben noch. Ich fordere mal eben Truppen an. Bis gleich. Okay, wir sind wieder da und jetzt können wir nochmal in der Legend League angreifen. Ich habe ja, wie gesagt, noch ein paar E-Drags ausgebildet. Okay, Level 14 Rathaus. Bum, 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 bum. Ich guck gerade mal eben nach. Single Infernus. Alles voller Single Infernus. Uncool. Sehr, sehr uncool. Aber okay. Wir schicken den jetzt mal so quer da rein, damit sich der Kampfholzwerfer die Luftabwehr schnappt, damit er schon mal offen macht. Und... oh ja, 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 ja. Das Jack hat auch ganz gut aufgeräumt. So, die Kanone bitte noch. Komm, ist weg. Jetzt noch bitte den Bogenturm. Das Katapult ist auch ein bisschen angeschlagen. König! Das König zünden. Nicht vergessen. So. Friesel, Friesel. Wutzauber drauf. Wenn sie sich... ja, 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 das Katapult. Das Katapult noch. Das Katapult, ja, ist auch weg. Schönes Ding. Wir räumen schon mal so ein bisschen auf. 7000 Dunkles. Ich will das Dunkle haben. Lass bitte meine Königin in Ruhe. So. Arthadef weg. Inferno weg. Jo, dann können wir mal loslegen, ne? Nehme ich da schon mal einen drauf und dann den Rest. Das Problem ist, wenn ich die jetzt so setze, die fliegen mir nicht... die fliegen nicht in die Mitte. Die werden nicht gescheit in die Mitte reinfliegen, aber okay, so. Wschup. Warden natürlich auf Lüft. So. Ja. Ja, 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 ja. Ich friesel schon mal. Was hat er wohl in der Clanburg drin? Könnt ihr mal bitte alle in den Radius fliegen? Hallo. Könnt ihr mal bitte alle in den Radius vom Warden fliegen? Ah, dieser. Dieser Warden. Dieser Warden. Dieser Warden. Jetzt ist er noch, Business ist er noch da. Business ist ja noch übrig. So, Luftfalle. Klamuk habe ich jetzt gar nichts gesehen. Das wird aber auch nicht reichen fürs Rathaus, leider. Gar nicht. Ja, ja, ja. Lassie vor, Lassie vor, Lassie vor. So, erst Lassie. Tornadofalle. Nicht gut. 66. Aber ey, wir haben fast das ganze Dunkle. Lauf doch jetzt. Oh mein Gott. Lauf. Ja, wir haben's. Und obendrauf noch den maximalen Liga-Bonus. Die leben ja sogar noch. Drei Stück leben noch. Mit etwas Glück kriegen wir sogar noch ein bisschen Gold und ein bisschen Elex. Los, Leute. Haut rein. Haut rein. Haut rein. Ja. 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 79%. Das Lager noch. Beziehungsweise es sind noch drei. Drei Lager sind noch da. Komm. Ein Lager ist noch da. Boah, das wäre natürlich super. Noch mit dem... na, nicht ganz. 30.000 sind noch übrig. Ist aber okay. Kann ich wunderbar mit leben. Schöner Angriff. Ja. Das lässt sich doch sehen. 340.000 Bonus. Ich hatte echt nichts mehr an Elex. Ich hatte echt gar nichts mehr. Ich war fast pleite, was Elex angeht. Ja, bin ich jetzt wieder. Deswegen können wir auch keine Mauer machen. Nein. Okay, damit sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Denkt dran, Halloween-Update steht vor der Tür. Es dauert nicht mehr lange. In einem Tag, 17 Stunden, sehen wir dann schon die Kürbis-Friedhof-Herausforderung. Guckt gerne mal vorbei. Morgen gibt es natürlich neue Videos. Bis dann, macht's gut. Tschüss.